Einstein, präsentiert von Erdgas, der freundlichen Energie. Heute geht es um unsere Zukunft in der digitalen Welt. Täglich werden wir verfolgt, verglichen und eingeordnet mit sogenanntem Datentracking. Wissen ist Macht. Und wer meine Daten hat, hat Kontrolle über mich und kann mich manipulieren. Wir schauen hinter die Kulissen und enttarnen die Spione, die immer genauer wissen wollen, wer wir sind und was wir als nächstes kaufen könnten. Und wir fragen, welche Rolle spielt unser Smartphone für die digitalisierte Werbeindustrie? Das ist die Schnittstelle von dem Geschäftsmodell zum einzelnen Mensch. Aktuell entwickelt sich aber auch eine Gegenbewegung, die uns Nutzern die Kontrolle über unsere Daten zurückgeben will. Das ist auch eine riesige Chance. Und gerade die Schweiz, oder? Könnte die Idee vorausgehen. Was passiert mit meinen Daten? Einstein gibt Antworten. Wenn ich online bin, werde ich Schritt für Schritt überwacht. Jeder Knopfdruck wird registriert, jedes Mail, das ich bekomme und mit der Navi-App auch jeder Standort, wo ich hingehe. Er ist ja schon praktisch, der kleine Digitalhelfer. Dank Navigations-App finde ich jeden Ort. Ich weiss immer, wenn Züge und Bus fahren und bin natürlich ständig erreichbar. Aber ich hinterlasse eine Datenspur. Nur, wer interessiert sich überhaupt für die Daten und wo lauern sie überall, die kleinen Spione, die uns hier überwachen? Wir machen sie heute sichtbar, die Datenspur. Grüezi miteinander und recht herzlich willkommen bei Einstein über Fluch und Segen vom Datentracking. Tracker sind wie kleine Spione, die unsere Datenspur verfolgen und fleissig Infos sammeln. Das machen sie, wenn wir im Netz online sind, aber künftig werden unsere Bewegungen in der Öffentlichkeit auch immer häufiger registriert. Auch hier am Bahnhof Zürich, wo wir später noch etwas genauer anschauen. Ich treffe jetzt Reto Wittmer, Redakteur bei SRF Digital und ein Experte für Datentracking. Er betont, dass man heutzutage eigentlich kaum mehr surfen kann im Netz, ohne getrackt zu werden. Datentracking überall. Wann bringt das etwas? Ja, uns bringt es eigentlich vor allem gratis Dienste im Internet. Also gratis E-Mail, gratis Kalender, Cloud-Speicher ist ja alles gratis. Und die Anbieter, die uns die Dienste zur Verfügung stellen, müssen ja irgendwie Geld verdienen. Und dann machen sie es meistens mit Werbung. Und für das ist eben Tracking optimal. Im Netz bleibt nichts unbeobachtet. Jeder Like, jeder Post wird registriert. Jede Abfrage analysiert und weitergegeben. Hunderte Firmen setzen im Hintergrund ihre Tracker ein, die die Rundumbeobachtung ermöglichen. Mit Hilfe von SRF Digitalredaktor Reto Wittmer wollen wir hinter die Kulissen dieser Praxis schauen und fragen: Kann ich denn sehen, wer mich verfolgt? In unserem Test haben wir rechts den Bildschirm mit dem Browser. Hier surfen wir. Auf dem linken Bildschirm läuft eine spezielle Software. Diese enttarnt die Tracker, welche mein Verhalten im Netz mitschneiden. Hier gekennzeichnet durch die kleinen Dreiecke, die Kreise sind die Websites. In unserem Beispiel suchen wir nach Tauchferien in Ägypten. Wir googeln, finden Angebote, lesen Infos über das Land. Wir sind nirgendwo eingeloggt, surfen vermeintlich anonym. Aber mit jedem Klick wächst das Netzwerk immer mehr an. Und das Ausmaß überrascht. Wenn wir hier jetzt das Total anschauen, von 217 Tracker auf 12 Seiten, dann sind das eigentlich im Schnitt fast 20 Tracker pro Seite, die mich hier verfolgen. Und die sind eben dann auch, das finde ich sehr spannend, untereinander verknüpft. Also die Seiten die brauchen teilweise die gleichen Tracker. Und durch das können sie natürlich dann auch Informationen austauschen. Lightbeam, ein gratis Plugin für Firefox, kann diese Tracker-Programme sichtbar machen. Wir alle kennen vermutlich die Meldungen, die auf Webseiten erscheinen, wenn sogenannte Cookies eingebunden sind. Auch Cookies sind ein Teil des Trackings. Welche Daten werden denn wirklich getrackt?
trackt, wird natürlich mal das Offensichtliche, da wo ich suche, wo ich draufklicke. Aber dann gibt es noch einige so Sachen, die man jetzt nicht erwarten würde. Zum Beispiel mit welchem Browser, dass ich da ins Internet gehe. Wo dass ich ins Internet gehe, also der Standort, mit wem dass ich ins Internet gehe, mit dem Handy oder mit dem klassischen Computer, die Zeit, wenn ich ins Internet gehe und auch zum Beispiel die IP-Adresse, also die eindeutige Kennung von meinem Gerät, wo ich ins Internet gehe, die wird eben auch registriert. Wir wollen wissen, auf welche Details in unseren Geräten die Tracker tatsächlich zugreifen können. Mithilfe der Website myshadow.org bekommt man einige Infos, auch auf dem Handy. Wenn ich zum Beispiel mit dem Handy ins Internet gehe, gibt es da so eine Seite, wo ich angeben kann, dass ich mit dem Handy ins Internet gehe und dann wähle ich noch, was für ein Handy. Das ist in meinem Fall ein Android. Und dann sehe ich da schon so ganz viele Merkmale, die jetzt gesammelt werden können. Zum Beispiel die E-Mail-Nummer. Das ist so eine eindeutige Identifikationsnummer, die jedes Handy hat. Mit der Site Panoptiklick erfahren wir, bereits unser Webbrowser hinterlässt durch seine Konfiguration eine eindeutige digitale Kennung. Dann kann man aus dem heraus so einen digitalen Fingerabdruck feststellen und dann weiss eigentlich so ein Tracker wieder genau an, das ist wieder genau der gleiche, der jetzt wieder etwas suchen kann. Unsere persönlichen Daten sind vor allem interessant für die Werbeindustrie. Der weltweite Markt für Online-Werbung war 2017 knapp 600 Milliarden Dollar schwer, Tendenz steigend. Werbung ist heute die Haupteinnahmequelle der größten Player im Netz, wie Facebook oder Google. Doch was passiert mit meinen Daten? Ich kann es nicht wahnsinnig weit nachvollziehen. Also da mit so einem Werkzeug, das ich hier habe, da sieht man, welche Tracker das da eingebaut sind auf diesen Seiten. Und da sieht man, dass gewisse eigentlich fast überall eingebaut sind. Die Tracker von den Grossen, also von Google und Facebook und Apple und Amazon. Aber was die denn eigentlich mit diesen Daten machen, wie die verknüpft werden, das ist eigentlich, das weiss ich nicht. Vielleicht steht es noch teilweise ein bisschen in diesen riesigen AGBs, wo natürlich ja, eben dann auch wieder niemand durchliest. Vom Ende der Nationen spricht dabei die internationale Konferenz World Web Forum. Sie startet heute in Zürich. Sie macht die marktbeherrschende Stellung der großen multinationalen Webkonzerne zum Hauptthema. Tracking wird vor allem zu Werbezwecken eingesetzt. Aber auch auf nicht kommerziellen Seiten wird getrackt, so auch auf srf.ch. Werbung ist hier aber kein Thema. Warum kommen trotzdem Tracker zum Einsatz? SRF darf keine Werbung schalten auf ihren digitalen Produkt. Somit tun wir auch keine persönlichen Nutzerdaten sammeln. Also, wir wissen jetzt nicht, ob Person X mit Interesse Y irgendeinen Artikel oder ein Video bei uns angeklickt hat. Wir erkennen lediglich, ob das Gerät und wie das Gerät auf unsere Seite zugreift und wie sie sich in unserem Online-Angebot bewegt. SRF betreibt also kein personalisiertes Tracking. Das Unternehmen nutzt die Daten nur zur Qualitätskontrolle und Verbesserung des Online-Angebots. Tracking kann dazu genutzt werden, die Bedürfnisse der User immer besser zu verstehen. Es birgt aber auch Risiken. Heikel wird es, wenn persönliche Gesundheitsdaten weitergegeben werden oder wenn sich die Politik einmischt. Für Digitalexperte Reto Wiedmer sind die Nebenwirkungen nicht zu unterschätzen. Wir werden ständig bewertet, analysiert, taxiert. Lohnt sich jetzt da dem vielleicht die Werbung einzublenden oder nicht? Und ich weiß nicht, wie wir da in Zukunft denn sozial miteinander umgehen, wenn wir ständig verglichen und gerankt werden und so eine Hitparade entsteht von allen. Klingt nach Science Fiction. Doch in China ist genau so ein Umbau jetzt und heute im Gang. 2014 wurde ein soziales Punktesystem eingeführt, welches das Verhalten von Bürgern und Firmen bewertet. Noch ist es freiwillig, aber staatlich geführt. Und ab 2020 soll es für alle in China verpflichtend sein. Tracking wird heute flächendeckend genutzt. Was da genau im Hintergrund passiert, wissen die wenigsten. Ich bin im Hauptbahnhof Zürich.
Die SBB bietet über eine eigene App neuerdings ein Indoor-Navi an, um sich am Bahnhof zurechtzufinden. Und das ist gerade am HB Zürich für jemanden, der sich nicht auskennt, sehr hilfreich. Das System funktioniert aber nicht etwa über GPS, sondern über unscheinbare Sender an der Decke, sogenannte Beacons. Beacon bedeutet eigentlich Leuchtfeuer. So wie ein Leuchtturm Licht aussendet, damit Schiff das sehen, so sendet ein Beacon ein Funksignal auf Bluetooth-Basis aus. In diesem Beacon-Netz kann man ein Handy über Bluetooth erfassen und auf unterschiedliche Distanzen lokalisieren. Man könnte so einem Gerät im Netz, je nach Entfernung, dann sogar direkt unterschiedliche Meldungen schicken. Ich treffe jetzt den Bruno Lochbrunner von der SBB. Von ihm möchte ich genauer erfahren, wie die Beacons funktionieren und wie fest sie spionieren. Herr Lochbrunner, ich habe vorher die App runtergeladen, habe es auch ausprobiert, das funktioniert tatsächlich. Ich habe aber sofort gemerkt, kaum ist die App runtergeladen, ist die Frage gekommen, darf ich auf deine Bewegungsdaten zugreifen? Also wird jetzt die SBB da neuerdings auch zum Datensammler? Nein, Daten sammeln wir nicht, sammeln, aber wir brauchen den Zugriff darauf, damit das Smartphone und nur das Smartphone, nicht die Person, die Orientierung hat innerhalb des Bahnhofs. Das heisst, dass wir die Verbindung herstellen vom Beacon zum Smartphone. Über 900 Beacons sind auf mehreren Stockwerken im HB Zürich verteilt. Das Funknetz braucht es hier für die Indoor-Navigation. Aber so ein Netz könnte man auch noch für andere Kommunikationszwecke nutzen. Wir stehen hier bei Geschäften. Personalisierte Werbung, ist das ein Thema? Ortsbasierte Services sind möglich mit dem Beacon-Netzwerk, sicher auch Werbung. Aber das ist natürlich immer so, dass der Kunde das selber kontrollieren kann. Das heisst, er kann selber sagen, ich will solche Angebote haben oder ich will gar keine Informationen haben. Hat es denn schon erste Versuche gegeben, wo man probiert hat, Beacons zu kombinieren mit Marketing? Wir haben erste Versuche gemacht, innerhalb des Bahnhofs so einen Bereich definiert, wie die Leute durchlaufen. Und sie das wollen, also dass sie sie angefragt wurden innerhalb der App, ob sie das wollen, haben wir nachher Nachrichten gegeben über Aktionen in den Läden vom Bahnhof und haben das nachher gepusht. Also wie eine ganz normale Mitteilung, die man via Smartphone bekommt. Und angekommen bei den Leuten? Ja, es ist angekommen. Die Nutzung ist noch optimierungsfähig. Es kommt natürlich sehr darauf an, was für ein Angebot man macht. So weit ist es hier am Bahnhof Zürich noch nicht. Ich treffe den Reto Wittmer wieder und es nimmt mich Wunder, wie er als Datentracking-Experte die Entwicklung einschätzt. Ist das wirklich etwas, das Zukunft hat? Ja, es ist natürlich ein riesiger Markt, aber ich kann mir es irgendwie nicht so vorstellen, dass die Leute, wenn wir jetzt hier so schauen, im Bahnhof, das akzeptieren, dass da ständig irgendwie ein Angebot kommt von dem Fastfood-Stand jetzt. Oder, also man wird ja dann ständig bombardiert. Aber es geht natürlich umgekehrt schon in die Richtung, weil es ist ein riesiger Markt und es gibt in Deutschland eine kleine Stadt, wo es das wirklich schon kommerziell einsetzt. Und diesen Ort hat sich Reto Wittmer für Einstein genauer angeschaut. Im kleinen Städtchen Minden, in der Nähe von Hannover, gibt es die einzige ständige Beacon-Meile im deutschsprachigen Raum. Über die eigene Minden-App können lokale Geschäfte ihre Werbung oder Aktionen direkt aufs Handy der Leute schicken. Aber auch Touristenattraktionen lassen sich so finden. Ich denke, dass wenn ich jetzt an den Läden vorbeilaufe, dass dann jede Menge Nachrichten da aufploppen auf dem Handy und hoffentlich auch ganz viel Gucci, dass ich auch irgendetwas kaufen kann. Weil schliesslich lockt mich die App ja in die Läden rein, damit ich dort etwas kaufe. Und dann will ich natürlich auch noch etwas über die Altstadt erfahren. Ich bin ja auch Tourist hier. Die überschaubare Mindener Innenstadt mit ihrer Shoppingstraße. Überall sind hier Beacons entlang den Wänden montiert. Zusammen bilden sie ein eigenständiges Netz, auf dem via Bluetooth die Meldungen direkt auf dem Handy der Passanten auf der Straße aufploppen. Reto Wittmer ist voll motiviert und auf Empfang. Ich will Gucci. Aber funktioniert das Konzept wirklich? Altstadtrute, das Haus Hagemeyer. Was ist denn das Haus Hagemeyer? Erste Orientierungsschwierigkeiten. Das ist jetzt die Frage, welches ist das Haus Hagemeyer? Historisches. Haus Hagemeyer, Scham 17. Die erste Push-Meldung kommt zu einem historischen Haus in der Innenstadt. Die App liefert praktischerweise gleich einen Audioguide mit Informationen zum historischen Gebäude mit. Das Gebäude reicht bis zur Stützmauer vor der Geländestufe zur oberen Altstadt.
Die touristischen Hinweise funktionieren schon mal. Und dann ploppen auch die Gutscheine der lokalen Händler auf. 10% auf alle Armbänder bei der Schmuckschmiede. Ein Juwelier schickt einen Gutschein, dann ein Optiker. Mehrere Cafés und Restaurants senden ihre Mitteilungen direkt auf Reto Widmers Smartphone. Entlang der Mindener Beaconmeile hat sich ein regelrechtes Marktgeschrei um die Gunst der Kunden auf der Straße etabliert. In Form von Rabatten oder Gutscheinen. Wie dieser hier für einen Gratis-Kaffee. Faszinierende Technik. Es kommen wirklich sehr viele Informationen rein und Gucci. Und man ist dann gewundert und drückt drauf. Die Ortung ist nicht so genau. Also ich habe einmal nicht gewusst, wo ist jetzt das Geschäft. Aber ich mache jetzt mal noch den Reality-Check. Ich will jetzt schauen, ob ich wirklich auch etwas überkomme für so einen Gucci. In der Realität und nicht nur online. Den geschenkten Kaffee gibt es bei Feinkost Müller. Der Laden ist von Anfang an beim Beacon-Projekt der Stadt dabei. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich habe da gerade vorhin so einen Gutschein auf dem Handy gekriegt. Den möchten Sie gerne von Ihnen? Ja, da gibt es zwei Kaffee für einen. Ja, bringe ich ihn gerne raus. Gutschein wurde aktiviert. Zeigen Sie ihn an der Kasse. Wir trinken unseren Kaffee gleich zusammen mit dem Besitzer Jens Müller. Da. Wie rechnet sich die ganze Aktion für ihn? Für uns ist es auf der einen Seite eine Werbung, dass sie mal Kunden in den Laden kommen und dadurch werden wir eben halt bekannter. Einer der Beacons hängt direkt vor Müllers Laden. Das digitale Hilfsmittel lockt zusätzliche Kunden an. Ist das auch im Sinn von, dass die dann später noch mal kommen und was kaufen? Oder, ja, oder haben Sie da noch also, Daten von denen auch? Gar nicht. Das, null, nicht, gar nicht. Das ist völlig anonym. Ja. Wenn derjenige, der 5 Tage mindestens jeden Tag hier einen Kaffee einlöst, der kommt hier 5-mal im Laden, beim 4. Mal trinkt er den Kaffee noch umsonst, den ich umsonst rausgehe. Noch nie gehabt den Fall. Beim 5. Mal kauft er noch was anderes. Wir besuchen den Optiker. Auch er glaubt an ein zusätzliches Marketinginstrument. Wir hoffen, dass wir da schon neue Kunden auch ins Geschäft reinbekommen. Ne? Eine andere Art von Kunden, die da reinkommt. Die sonst nicht unbedingt im lokalen Handel auf solche Angebote aufmerksam machen würde. Ne? Die vielleicht halt nicht mehr die Printmedien lesen oder andere Sachen. Vor allem ein digital affines Publikum. Dann, auf dem Weg an der Kirche vorbei, erscheint noch eine Botschaft. Ah. Da ist jetzt gerade so ein Motivationsspruch reingekommen. Von der Kirche. Seit meiner Jugend hat mich die Bibel gefesselt. Sie erscheint mir auch heute noch als die größte Quelle der Poesie aller Zeiten. Tatsächlich, so erfahren wir, nutzt hier auch die Kirche die Beaconmeile mit einer täglichen guten Botschaft. In der Kirche treffen wir den Pfarrer, der die Meldungen flink am Handy erfasst. Habe ich die Ihnen zu verdanken? Ja, ich bin mit dabei gewesen, ich habe die mitgeschrieben. Sie sind hier ja Pfarrer in dieser Kirche. Ja. Ist das auch von, aus Ihrer Sicht so ein bisschen auch ein Versuch, so das Online zu verknüpfen mit dem physischen, also mit der physischen Kirche? Wenn es jetzt so ist, dass eine Vielzahl von Menschen Smartphones gebrauchen, dann denke ich, ist es auch legitim zu sagen, wir versuchen die gute Botschaft auch dahin zu versenden. Aber wenn Sie jetzt nicht gekommen wären, wäre ich nie auf die Idee gekommen, mal zu fragen, ob das überhaupt funktioniert. Ja. Man sieht, noch ist das alles ganz neu. Das lokale Stadtmarketing hat das Beacon-Netz vor einem Jahr aufgebaut. Die Verantwortlichen möchten damit den lokalen Handel stärken. Weil das Smartphone alle immer dabei haben, wird es für die direkte Kundenansprache immer wichtiger. Das ist die Zukunftsmusik und wir versuchen dadurch auch den Einzelhandel hier in der Stadt zu unterstützen. Viele kaufen über das Internet, aber wir wollen dies mit einem Erlebnis mit einbringen und dass die Leute trotzdem in der Stadt einkaufen, dadurch durch die Beacons dann den Anlass haben, okay, den Kaffee kriege ich im Internet nicht dazu, so kann ich meinen Einkauf mit einem Kaffee in der Stadt verbinden. Es klingt paradox. Mit Beacons auf der Straße gegen die digitale Online-Konkurrenz. Was natürlich jetzt da schon spannend ist, dass es jetzt im Gegensatz zu dem Online-Tracking, wo ja einfach so ganz viele Daten angehäuft werden, zum Bewegungsmuster zu erkennen, haben wir es eben hier mit der Bestimmung von der Standort zu tun in so einem Gebiet, jetzt in dieser Altstadt. Und mit dem kann man natürlich dann auch versuchen, Geld zu verdienen. Also da geht es jetzt darum, eigentlich die klassischen Läden, dass die irgendwie ähnliche Tracking-Mittel zur Verfügung haben, wie man es vielleicht auch bei Online-Shops kennt. Noch steckt das Ganze in den Kinderschuhen.
Aber Tracking aufs Smartphone wird wohl immer gezielter. Vielleicht bringt die Zukunft auch hier am Bahnhof Zürich die Werbung nicht mehr nur auf Tafeln und im Schaufenster, sondern auch direkt auf Smartphone, wo somit zu einer Art Schaufenster 2.0 wird. Aber wette ich das wirklich? Unser Smartphone bzw. wir werden immer mehr zur Zielscheibe. Kann man sich überhaupt noch dagegen wehren? Das ist schwierig, weil du willst ja das Smartphone nicht zuhause lassen oder abstellen, dann kannst du es gerade zuhause lassen. Das ist irgendwie ein Körperteil von uns geworden. Und darum ist es einfach so, dass wir effektiv getrackt werden. Immer jetzt bei diesen Beacons da braucht es ja, also muss ich Bluetooth einschalten und es braucht eine App, die Berechtigungen hat für die Geschichte. Und ja, da kann ich die App nicht installieren, dann werde ich da nicht getrackt. Da geht es, da kann ich es verhindern. Und die andere Möglichkeit ist immer, wo man sagt, ah, tu doch einfach deine Standorterkennung abschalten, dann weiss niemand, wo du dran bist. Ja, das ist funktioniert das tatsächlich? Das ist so der Ratschlag, aber da ist ja vor ein paar Wochen herausgekommen, dass Google, also bei den Android-Handys, dass eben auch wenn ich die ausgeschaltet habe, die Standortfreigabe, dass dann gleich das Handy geortet werden kann. Dies hat der Tech-Blog Quartz aus den USA publik gemacht. Obwohl die Geolokalisierung ausgeschaltet war, haben Android-Handys nahegelegene Mobilfunkantennen erkannt und die Daten an Google geschickt. Das könne schwerwiegende Folgen haben, wenn etwa Ermittler oder Personen in Schutzprogrammen plötzlich verortbar wären. Google hat umgehend reagiert und das per Ende November unterbunden. Was heute schon möglich ist in Sachen Werbung mit GPS, das zeigt man uns am Standort der KV Business School in Zürich. Raphael Bracci vom Werbevermarkter APG demonstriert, wie man ganz gezielt Werbung aufschalten kann, aber nur in einem bestimmten geografischen Bereich. In den Zeiten von Adblockers, wo immer mehr Werbung eben blockt wird, weil sie zu wenig Relevanz hat für die User, sind wir der Meinung, dass eben location-based Werbung eine höhere Relevanz generiert, weil die Werbung einen Bezug zum Standort des jeweiligen Geräts hat. So ist es möglich, den Bereich nur um das KV-Gebäude zu beschränken. Eine Werbung wird dann dort auf jedem Handy empfangen, wenn der Benutzer den Standort freigegeben hat. Wenn er den Standort freigibt, dann bekommen wir jeweils, wenn er seine App neu öffnet, GPS-Daten von dem Gerät. Also es ist total anonymisiert. Es ist die sogenannte Ad-ID, die uns da dementsprechend zugespielt wird. Über diese sogenannte Ad-ID erscheint dann hier und nur hier in einem Newsfeed, der mit APG zusammenarbeitet, gezielt eine Werbung, die sich in diesem Fall speziell an KV-Schüler wendet. Es gibt immer bessere Möglichkeiten, um eben auf unsere Smartphones zu kommen, um uns zu tracken und zu verfolgen. Was gibt es da noch für Möglichkeiten? Die spannendste momentan finde ich eigentlich das Audio-Tracking. Das funktioniert so, dass da wird ein Ton im Ultraschallbereich, den wir nicht hören, wird irgendwo in ein Geräusch gemischt, eingebettet. Wir hören es nicht, aber zum Beispiel das Mikrofon von meinem Handy kann eben das gleich hören, den Ultraschallton. Das wird eingesetzt, schon zum Beispiel bei Fernsehwerbung, um zu schauen, wie ich auf Fernsehwerbung reagiere. Ja, da liegt dann einfach das Handy auf dem Stubentisch und das gehört dann da. Und dann kann man wieder Rückschlüsse ziehen und Werbung personalisieren. Du hast es vorhin richtig gesagt, oder? Das Handy ist quasi wie eine Verlängerung von unserer Hand. Es gehört einfach dazu. Also, es ist nicht wirklich eine Option, dass man es einfach abgeschaltet daheim lässt. Folglich, was habe ich für Möglichkeiten, wenn ich sage, ich will aber trotzdem ein bisschen die Übersicht haben, wer meine Daten überkommt und was mit diesen Daten passiert. Das ist momentan eigentlich noch sehr schwierig, weil man hat es wirklich nicht. Das sind ja auch die grossen Anbieter wie Google oder Facebook, die sind ja auch sehr intransparent, die geben die Daten nicht raus. Es gibt jetzt aber so Überlegungen, das heisst Personal Data Management, so Konzept, dass wir in Zukunft vielleicht bei einer Plattform eben Daten haben und dann wir dort dann auch Kontrolle haben über alle Daten und das auch besser können steuern können, wo angeht. MyData.org. Von dieser unscheinbaren Plattform aus geht eine neue Bewegung durchs Netz. Eine Bewegung, die mehr Kontrolle über unsere Datenspuren und deren Verwendung fordert. André Golyi beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Datennutzung. Er setzt sich für mehr Transparenz ein. MyData ist für ihn ein willkommenes Denkmodell fürs Netz. Der Kerninhalt der
Bewegung, und die Stadtsachenbewegung ist sehr vielfältig, sie spielt sich an verschiedenen Orten ab, geht es eigentlich darum, dass ich die Möglichkeit habe, als Individuum mit meinen eigenen Daten oder Daten, die sich auf mich beziehen, etwas Sinnvolles anzufangen. Die Nutzer sollen ihre eigenen Daten selbst sammeln und bereitstellen und so stets wissen, wer sie wie verwendet. Zum Beispiel für Forschungsprojekte im Gesundheitsbereich, wie auf den Schweizer Portalen midata.coop oder Healthbank. Für Projekte im Umweltbereich, um den Energieverbrauch zu messen oder als zentrales Portal für alle persönlichen Daten, die man dann aktiv anbieten kann. Die Nutzerperspektive an erster Stelle zu setzen, das ist eigentlich die grosse Herausforderung. Ich glaube, dort gibt es eben auch vor allem gute Lösungen, wo man nicht muss sagen, da ist das Individuum, da ist das Unternehmen, wo ein Individuum irgendetwas wegnehmen und von etwas profitieren, das eigentlich ja, nicht in dem rechten Interesse ist von der Person, sondern da gibt es wirklich die Möglichkeit, gemeinsame Ziele zu folgen. Auch Christian Kunz ist überzeugt von der Idee MyData. Er baut gerade ein Startup auf, das den Nutzern hilft, ihre Daten zu bündeln, um sie dann gezielt an Firmen zu verkaufen. Noch ist dieses Portal im Aufbau. So funktioniert es. Wer einen Zugang bei Kunz hat, verlinkt hier seine Accounts von Facebook, Google oder seine Cumulus-Karte und bekommt dafür Transparenz und später vielleicht auch Geld. Hier kann ich genau sehen, wie viel gebe ich jede Woche bei der Migros aus. Ja, man sieht, wie viel man gekauft hat in Orange, wie viel man gespart hat. Und wie viel man Prozent gespart hat, dadurch, dass man Aktionen kauft, kann man rausvergrößern, sieht man nochmal genau. Letzte Woche waren es 27 Franken Aktion, schon nicht schlecht. Seine Software kann die bestehenden Daten durchforsten und sichtbar machen. Man sieht zum Beispiel die eigene Einkaufshistorie, seine unterschiedlichen E-Mail-Verbindungen oder welche Geodaten Google bereits über einen gesammelt hat. Der frühere Chef von Ricardo weiß, wovon er spricht. Nun hat er quasi die Seiten gewechselt. Nicht die Unternehmen sollen Daten abgreifen, sondern die Nutzer diese gleich selbst vermarkten. Gesichert mit einer individuellen Datenbankverschlüsselung. Die Datenindustrie ist ja eine milliardenschwere Industrie, die an uns allen verdient, an unseren Daten. Bloß wir als Nutzer bekommen nichts davon. Jetzt habe ich die Chance, als Nutzer meine Daten anzubieten für Unternehmen, die die kaufen möchten. Und habe damit ein ganz neues Modell. Das gibt es jetzt noch nicht. Wird aber im nächsten Frühjahr live gehen. Ich denke, es soll einen Markt geben, aber vielleicht nicht nur einen Markt, sondern einfach einen Platz, wo man Daten austauscht. Es kann ja durchaus sein, dass ich mit meinen persönlichen Daten dass ich die nicht verkaufen will, sondern dass ich sie einfach zur Verfügung stellen will, zum Beispiel für Forschungszwecke. Und dann würde ich nicht unbedingt von einem Markt reden, sondern von einem Almend, oder wo man mit seinen Daten kann partizipieren und sagen, okay, mit den und den Daten, die sich auf mich beziehen, tue ich mich an dem und dem Projekt oder der und der Initiative beteiligen. Wichtig ist, dass die Idee MyData durch die Politik gestärkt wird. Ab Ende Mai 2018 gilt in der ganzen EU ein verschärftes Datenschutzgesetz, welches Nutzern massiv mehr Rechte einräumt. Etwa das Recht auf Information, auf Auskunft über die eigenen Daten, auf Berichtigung falscher Daten und das Recht auf Löschung und Datenportierung. Das ist ein Paradigmenwechsel eigentlich in der Betrachtung von persönlichen Daten, weg vom reinen Schutzgedanken zur Nutzungsperspektive im Interesse des Individuums. Dies wird im Übrigen auch Schweizer Unternehmen betreffen, die im EU-Raum tätig sind. Die Sanktionen bei Verstoß gegen die neuen Regeln sind hoch. 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten Umsatzes. Da wird einiges in Bewegung kommen. Wissen ist Macht. Und wer meine Daten hat, hat Kontrolle über mich und kann mich manipulieren. Und das sind diese leichten Stupser, wie sie zum Beispiel durch personalisierte Werbung die ganze Zeit passieren. Es geht aber weiter, das ist Wahlbeeinflussung und kann extreme Formen einnehmen, wenn man von Unrechtsregimen zum Beispiel durch seine Daten erpresst wird. Und am Ende des Tages kann man das nur verhindern, wenn man die Kontrolle über die Daten hat. Wenn die Daten einmal draußen sind, habe ich die Kontrolle verloren. Ich muss selbst bei mir den Finger drauf haben. Wissen ist Macht, Daten sind Macht. Aber Macht über die Daten, die sollten vor allem wir haben. Mehr als heute der Fall. Das nehme ich aus dieser Sendung mit. Und da finde ich, ist es ein interessanter Lösungsansatz, dass künftig jeder seinen ganz persönlichen Datenschatz an einem Ort zentral verwalten kann. Kurz, mehr Übersicht, mehr Kontrolle.
Vieles, was wir heute gar nicht richtig mitbekommen, weil es im Verborgenen passiert oder wir uns einfach zu wenig kümmern, würde so besser sichtbar werden. Und das wiederum könnte dazu beitragen, unser Bewusstsein dafür zu schärfen, wie viel und welche Daten wir haben und wem wir die geben. Und in der nächsten Sendung geht es bei Einstein um das Thema. Einstein geht auf Ahnensuche. Und das bei der berühmtesten Mumie der Schweiz. Wir entlocken der Basler Dame all ihre Geheimnisse. Mit Hilfe modernster Forschung. Das ist grossartig. Und sie ist auch eine wissenschaftliche Sensation. Überrascht auch die noch lebende Verwandtschaft. Das ist ein Schock am Anfang. Eine Mumie, die es in sich hat und nicht nur mit der Basler High Society verwandt zu sein scheint. Was Ahnentests über unsere Vorfahren ans Licht bringen. Einstein über Chancen und Nebenwirkungen der modernen Ahnenforschung. Auf dem Sender geht es jetzt weiter mit NZZ Format. Ich wünsche jetzt recht einen schönen Hinicht. Ade miteinander. Hier ist jetzt auch vier Abend. Einstein wurde präsentiert von Erdgas, der freundlichen Energie.